Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr bestimmt alle mitbekommen habt, habe ich doch gesagt, dass ich jetzt meine Felge, wenn meine Folie kommt, mich meine Felge ausbaue und das darüber ein Video mache. Ja, heute ist auf jeden Fall soweit. Wie ihr seht, das Motorrad ist aufgebockt. Ich baue jetzt die Felge raus. Ich zeige euch nachher mal die Folie. Und ja, ich würde sagen, ich baue einfach mal die Felge raus. Weil das dauert jetzt auch noch ein bisschen kurz. Und dann melde ich mich einfach wieder, wenn ich die Felge ausgebaut habe. Ja, dann werde ich die wahrscheinlich noch sauber machen. Weil die sind halt echt, wie man sieht, dreckig noch. Und damit die gut sauber sind, tue ich die auf jeden Fall noch mal in Fette und alles. Und ja, wie gesagt, ich baue die jetzt raus und dann melde ich mich später nochmal, wie es dann weitergeht. Ach so, und Leute, falls ihr mal irgendwie stehen bleibt mit eurem Motorrad und ihr habt kein Werkzeug oder so an eurem Supermoto, was bei KTM echt geil ist, wenn ihr die Sitzbank runter macht und die seitliche Abdeckung, wie man hier sieht, die ist nur hingeklipst, die kann man wegziehen, befindet sich hier ein Fach drunter und da ist das Bordwerkzeug drin. Also, falls ihr stehen bleibt und ihr habt kein Werkzeug, ja, jetzt wisst ihr, also ich habe das auch nicht gewusst. Ja, auf jeden Fall ist da drunter ein Werkzeug und ganze Bordwerkzeug. Und da befindet sich dann euer Werkzeug drin und das ist eigentlich echt praktisch. Ja Leute, was ich euch aussagen kann, ist, wenn ihr das Vorderrad rausbauen wollt, müsst ihr die Bremse hier abschrauben. Das sind zwei Schrauben hier, man sieht die da. Das sind die zwei Schrauben, sonst könnt ihr das Rad nicht rausnehmen. Dann macht ihr hier seitlich die Mutter auf und das ist dann hier eine Steckachse und die könnt ihr dann eigentlich rausziehen. Und dann könnt ihr das Rad rausnehmen. Und hinten müsst ihr auch den Bremssattel rausmachen. Da ist er nicht befestigt, da ist er nur reingeschoben. Den kann man ganz einfach dann rausziehen. Und dann kann man das Hinterrad auch rausnehmen. Ja, geht eigentlich ziemlich schnell. Also das Vorderrad ist jetzt draußen, wie man sieht. Wenn ihr euer Motorrad auf so einen Ständer stellt, auf so einen Bock, ich habe jetzt so einen Motocross-Bock genommen, weil ich nichts anderes habe, müsst ihr aufpassen, wenn das Hinterrad jetzt rausbaut, dass das ganze Motorrad nicht nach vorne kippt. Dann müsst ihr dann vorne was hinmachen. Sonst klatscht euch das Motorrad wahrscheinlich wegen dem Gewicht auf den Boden und das wäre natürlich nicht so gut. Ja, das wollte ich euch noch sagen. Jetzt mache ich die hintere Reife raus, die hintere Felge raus, mache die Schraube hier auf und dann war es das auch schon. Dann mache ich die Felge sauber und dann sehen wir uns wieder drinnen, weil ich mache das halt, wo es warm ist, wo ich bekleben kann und ja. Also, Hinterrad ist auch draußen, Vorderrad ist auch draußen. Ich habe jetzt einfach mal so einmal drunter geschaltet. Weil falls das Motorrad kippen sollte, damit es nicht auf dem Boden oder so klatscht. Und ja, das müsst schon so heben. Jetzt mache ich die Felge und die Reife noch sauber. Und dann nehme ich die mit ins Warme rein und beklebe die dann da. Also Leute, ich bin jetzt im Warme. Das hier ist die Folie. Und ich werde jetzt die Folie, das wird jetzt halt ein richtiges geschnibbelt, sage ich mal, weil so wie ich die Felge haben möchte, das zeige ich euch jetzt nicht, weil dann kommt dann ein Felgeporn sozusagen und ich zeige euch dann am besten, wenn die Felge fertig sind und dann seht ihr das Ergebnis. Ja, seid gespannt, ich hoffe es wird gut, also ich habe das auch noch selber noch nie gemacht, aber ich denke schon, dass es klappt. Also bis später. Ja Leute, wie man sieht, ich bin fertig. Also ich habe jetzt lauter solche Dreiecke rausgeschnitten aus der Folie und habe die dann auf die Felge geklebt. Könnt ihr daheim auch nachmachen. Folie habe ich jetzt noch über viel da, man sieht selber. Ich könnte nochmal 20 Felge machen. Und man braucht halt echt viel Geduld, die alles auszuschneiden und so. Und ja, eigentlich wollte ich erst eine Farbe machen, aber habe mich entschieden für zwei. Und ich kann euch mal die Felge zeigen. Ich bin echt gespannt, wenn ich die einbaue, wie die aussehen, mit dem Bike komplett. Also, so sehr bis jetzt die Felge aus. Wie gesagt, lauter kleine Träge rausgeschnitten und so. Ich muss noch gucken, wegen der Blase. Aber sonst sieht es eigentlich echt gut aus. Und ich bin echt gespannt, wie es auf dem Bike aussieht. Also, ich zeige euch das auf jeden Fall noch morgen dann. Ich baue die Felge ein, wie es auf dem Bike aussieht. Dann sehen wir uns da nochmal. Ja Leute, die Felge sind jetzt auf dem Bike. Ich habe sie jetzt drauf und
Ja, das Bike steht hinter mir. Ich sage jetzt mal nochmal mein Fazit dazu. Also ich finde es mega gut, es ist mir echt gut gelungen. Also das braucht echt viel Aufwand. Also man muss sich da echt viel Zeit nehmen. Ich habe dafür jetzt bestimmt 3 oder 4 Stunden dran gebraucht. Nur die Aufkleber, also das rauszuschneiden, die Dreiecke. Und die dann aufzukleben und alles. Und ja, seid gespannt. Hier bekommt ihr das Ergebnis. Viel Spaß! My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Ja, Leute, ich muss sagen, mir gefällt es richtig gut, es passt echt gut zu der Farbe. Ich hatte am Anfang echt Bezweifel, und zwar, ich kann euch das mal zeigen. Von hier sieht es mega geil aus, und zwar, ich hatte halt Zweifel, dass das nicht irgendwie passt. Weil eigentlich wollte ich auch halb-halb machen, aber ich finde es echt mega geil. Es macht so viel aus, an der Supermoto die Felge zu machen. Also, Leute, glaubt mir, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr auch sowas sehen oder halt auch sowas, wenn euch sowas gefällt, macht es auf jeden Fall. Wie gesagt, ihr findet alles dazu in meinem Video, und das war's dann auch schon. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder nächste Woche, und dann würde ich sagen, vergesst nicht das Video zu liken, und jedes Abo würde mich natürlich freuen, und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach wieder nächste Woche Sonntag. Peace.